Wir machen heute einen riesigen Saarstadt-Contest und zwar um richtig viel Kohle und zwar um 1000 Euro. Hinter mir sind alle Leute, die mitmachen. Die Regeln erkläre ich euch gleich, aber ich würde sagen, ihr habt erstmal jetzt 15 Minuten Zeit, um euch alle einzufahren, ja? Ja. Lasst ein Like auf dieses Video da und abonniert diesen Kanal unbedingt und checkt natürlich das dicke Giveaway am 24. Dezember aus. Und dann würde ich sagen, Leute, los, 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 15 Minuten Zeit, euch einzufahren. Ich stelle jetzt einen Timer auf 60 Sekunden, damit ihr Bescheid wisst. Hier sind die 1000 Euro. Für den ersten Platz gibt es 500 Euro, für den zweiten Platz 300 Euro und für den dritten Platz 200 Euro. Das ist ein cooles Preis, oder? Ich bin sehr neidisch, Digga. Hätte ich das damals irgendwie vor 5 Jahren oder so mal mitbekommen, Digga, ich weiß auch nicht. Das Ganze ist gesponsert nur durch mich, alles aus meiner Tasche. Es gibt keinen Sponsor hinter, außer natürlich den Kira-Shop.de, ne? Ja, natürlich, Digga, der wird immer unterstützt. Genau, also checkt unbedingt die Kurse ab im Kira-Shop.de für Scooterkurse. Von Anfänger bis zum Profi, alles dabei. Jetzt heißt es loslegen mit dem ersten Run. Sehr interessant. Oh, aber bis jetzt hat er sehr viel Style. Komm, der hielt sie durch! Ich sag auf jeden Fall für den ersten Run absolut krass, also wirklich heftig. Jetzt macht er seinen Last Trick. Bin gespannt, was er machen will. Er wird bestimmt irgendeinen Banger raushauen. Digga, ich bin gespannt, was er macht. Guck mal hin. Don't have the ready part. Free 60 Kick bis late Double Whip. Schade, aber trotzdem, der Run war krass bis jetzt. Er hat gefühlt nur 2 Tricks aus. Also jetzt natürlich mit unberechtigt. Dem letzten Trick hat er nur 2 Tricks verkackt. Das ist verdammt gut. Und man muss sagen, es ist auch der erste Run, ne? Der erste Run und sein erster Contest. Jeder hat 2 Versuche beim Last Trick. Ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr, sehr krass, wenn er ihn schaffen sollte. Free 60 Kick bis late Double Whip. Absoluter krasser Trick. Okay, er ist bereit. Ich bin gespannt, ob er ihn schafft. Sehr krass. Bangers, Junge. Krank. Richtige Bangers. Okay, ich würde sagen, wir gehen schon zum zweiten Run. Mal gucken, wer als nächstes alles rauskommt. Also, ich habe ihn noch nie richtig fahren sehen. Ich bin sehr gespannt, was er raushauen wird. Egal, es wird auf jeden Fall krank. Okay, ich glaube, er macht als erstes Resi-Trick. Mein altes Resi-Trick. Rewind, auch sehr cool. Okay. Oh, das ist sehr stark, Alter, so einen Trick zu machen in einem Run. Jetzt will er, glaube ich, nochmal Resi fahren. Ich bin sehr gespannt. Digga, das ist absolut krank. Okay, die Box, den Trick, mal gucken. Bart bin auch chillig. Yo, ich glaube, der erste 180-Trick, den wir heute hier sehen. Okay, Resi wieder. Jetzt kommt wieder irgendein krasser Trick. Also ich bin ehrlich, jeden Trick bis jetzt geschafft, oder? Ja, doch, ich glaube schon. Es war auf jeden Fall sehr krass. Die Line war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Jetzt bin ich auf jeden Fall mal auf den Last Trick gespannt. Mal gucken, was er macht. Felix hat sich umentschieden, er möchte doch Resi Box machen. Deshalb gehen wir jetzt mal hier auf Position. Mach mal Lärm, Jungs! Finger with Bar, Alter. Echt krasser Trick. Ich hoffe, er schafft ihn jetzt auf den zweiten. Oh.
Schade, aber krasse Line trotzdem. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Erster Kick, glaube ich. Ich glaube sogar nicht sein erster Contest. Komm, weiter, weiter, weiter. Triple Whip, sehr clean gemacht. Das sind meine Tricks, Digga. Auch mal die Spine habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, wollte gerade sagen, sehr gut. Nice, Umbrella. Sehr gut, jetzt Last Trick. Ich bin sehr gespannt auf seinen Last Trick. Bis jetzt waren alle Tricks relativ clean. Der erste Trick war leider nicht geschafft. Im Warm-Up hat er die ganze Zeit geschafft, aber mal schauen, ob er jetzt seinen Last Trick schafft und vor allem, was er überhaupt macht. Digga, der war sehr, sehr schön gemacht auf jeden Fall. Digga, das war eine stabile Line, Alter. Whip Double Finger, sehr cooler Trick. Digga, ich glaube, der war so knapp, dass er ihn jetzt nächstes schafft. Oh, der war so knapp, Mann. Kurz Hops genommen, ne? Ja, Digga, ich dachte gerade richtig. Auch ein sehr local Fahrer auf dem Wagen, Digga. Heute kommt, Digga, macht er einen Triple Table, fliegen rüber. Marone 18. Chilling Foot Flap. Oh! Was war das? Kick ist nochmal über die Welle. War das ein Footblend Rifle Will? Ja. Will Kick ist sehr gut. War 180 auch wieder sehr wild. Auch die Spitze. Whip Front geschafft, aber dann leider weggerutscht, Mann. Passiert leider. Aber jetzt sein Last Trick. Ich glaube, das wird ein cooler Trick. Also ich habe keine Ahnung, was er machen will. Irgendwas haben die gerade abgesprochen. Ich habe mir echt noch nicht zugehört. Aber ich bin gespannt, irgendwas in die Resi rein. Digga, keine Ahnung. Mach mal krass! Komm schon! Ja, Digga, ich glaube, aber nächster ist auf jeden Fall. Alle! Digga, er steht fest. Wir fangen an mit John. Boah, ich bin sehr gespannt. Er wird absolut auseinandernehmen. Komm, John! Oh, Digga, er wollte irgendwas anderes noch machen. Okay, er ballert jetzt voll vor. Kick this. Ganz krass, Digga. Oh, das hätte schief gehen können. Aber trotzdem ist jetzt schon richtig eine gute Line gemacht. Außer natürlich, die Kick this, er wollte irgendwas anderes machen.
Kickless! Yes! Anders Kickless! Man merkt auf jeden Fall, dass er aufgeregt ist. Digga, komplett, auf jeden Fall. Komm, was macht er jetzt? Oh nein, Kickless Double Whip nicht geschafft. Box falsch schon gesprungen, um Schwung zu nehmen, für die Holzbox nochmal richtig zu ballern. Oh, doch. Schade, ich glaube, er wollte zu warm machen. Kickless Bar, schade, Digga. Aber jetzt, letzter Trick, Digga. Ich glaube, er macht richtig Menge. So, das ist, glaube ich, der erste Last Trick und der einzige, der ihn im Flat macht. Im Flat? Flat. Einen Last Trick im Flat. Was denkst du, wird passieren? So ein Flip oder so? Oder? Das wäre schon krass, aber. Das wäre krass, aber ich weiß, John, kannst du Backflip? Oh. Konnte. Er sagt, er konnte oder kann, aber nicht gut. Aber okay, ich glaube, auch nicht. Ich denke, es wird erst ein Overhead-Trick sein. Gut, John, aber ich sagen, komm runter ins Flat und da bin ich gespannt, was er machen will. Boah, Flat-Trick, ich bin sehr gespannt. Micha so machen wird. Er repräsentiert Students United. Also macht mal Lärm hier. Er holt 3, aber egal. Ui, das ist wichtig für den Style-Faktor. Komm schon, zieh durch! Yo! Bar, Wall Ride Bar mit Footplay. Yeah. Yo! Finger Whip, ich dachte, der macht Front Flip, Stop in, Alter. Trick verkackt, oder? Nicht einen. Digga, clean. Das war komplett clean. Da waren zwei Flips drin. Third Strike clean gemacht, kann man nicht anders sagen. Ein, zwei Mal. Sehr, sehr heftig. Ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten. Okay, ich würde sagen, als nächster. Nice, easy Kickless, sehr clean geklatscht. Oh. Okay, es wird wieder ein Rest-Trick. Es wird Resi. Ah, schade. Weiter. Okay, heute kommt schon. Er nimmt wieder Speed, ich glaube wieder Resi. Oh nein, schon wieder Private verkackt. Der Run ist jetzt schon vorbei, schade Mann, ey. Aber bis jetzt auch cooler Flip gemacht, sehr clean gemacht. Double Tail Whip Step Up, Kickless. Das waren so die Highlights von dieser ganzen Run. Jetzt bin ich sehr gespannt auf seinen Last Trick. Oh mein Gott, will er Resi fahren? Digga, der erste Flip Whip Combo oder Flip Combo, die wir heute an diesem Tag, an diesem Contest sehen. Ich hoffe, er schafft ihn, das wäre sehr krass. Komm schon. Digga, Sketchy Rido, wir machen das nochmal, oder? Digga, komm. Ist okay, let's go. Komm. Ich will ihn sehen. Komm schon, der muss sein, ich hoffe. Schade, ey, ich dachte, ach man, nächstes Mal hoffentlich. Let's go! Also den Breath habe ich null kommen sehen. Ich hoffe, er schafft den. Los!
Ding ist ein 3. Ich hoffe, er versucht ihn nochmal, weil er muss nicht stehen. Right Flip, komm. Zieh durch, schaffst du. Ich glaube, das tut jetzt der Drive mit sein. Und jetzt komm, komm, komm! Yeah! Ja! Alle guten Dinge sind drei, ja! Oh, David Tailwood! Komm, ich hoffe, er schafft ihn. Sehr schön. Aber er denkt, es ist ein krasser Trick geschafft. Drive Flip, den finde ich sogar fast krasser als ein Double Tailwhip daraus. Also wirklich richtig, richtig heftig. Boah, ich bin so gespannt auf die Tricks, ne? Was? Digga, da war ja schon einer. Ganz easy über die Welle. Was? Ja. Fünf! Das waren fünf! Oh, was? Wie kann man die da noch machen? Let's go, Ben! Nicholas Lake! Alter! Sehr heftig! Gleiches Kakaron! Weißt du, was du als Last-Tipp machen willst? Hast du eine Idee? Wo? Ich will mal die Box machen. Ich will die Box möchte was machen. Dann setz dich mal oben hin. Schnauf kurz durch. Last Trick, komm, wir ziehen das jetzt durch. Ich bin gespannt. Ein Trick verkackt, letzter Trick ist natürlich nicht schlimm, aber Digga, die. Ich weiß, was du sagen sollst zu allein. Ich glaube, Henry und ich müssen uns echt mal überlegen, wer welchen Platz bekommt. Oh ja, war's für chillig. Oh, was kickt das Leben?
Stage Whip, Alter. Ganz knapp. Hier Rewind, auf die. Noch ein Brightness, auf den. Ich würde sagen, das waren alle Teilnehmer. Ja. Sehr, sehr krass. Digga, wir müssen uns erstmal zurückziehen, erstmal ein bisschen chillen und gucken, wer wirklich welchen Platz bekommt. Genau, wir werten jetzt alles aus. Dritten, zweiten und den ersten Platz. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zurück zur Siegerehrung. Okay, Leute, jetzt heißt es Siegerehrung. Ich denke, ihr seid alle gespannt, wer gewonnen hat, ne? Wer zweiter und erster ist. So, ich zähle hier nochmal durch. Wir haben hier nämlich insgesamt 1000 Euro, die heute komplett mit nach Hause gehen. Wir haben hier einmal 100, dann haben wir 200. Dann haben wir 300, dann haben wir 400 und dann haben wir 500. Das geht schon mal den ersten Platz. Dann haben wir hier 100, dann haben wir 200 und dann haben wir 300 an den zweiten Platz und dann haben wir 100 und dann 150 und hier nochmal 50 an den dritten Platz. Das ist ein Arsch voll Geld. Das ist sehr, sehr viel Geld. Und wie gesagt nochmal, kein Sponsor, außer natürlich kira-shop.de. Aber eigentlich geht halt alles aus meiner Tasche. Es hat mega Spaß gemacht an euch alle schon mal. Ihr seid alle krass. Nochmal an dich vor allem. Bro, ich weiß nicht, dein anderes Pferd. Respekt, dass du mitgefahren bist. Also, crazy. An jeden anderen, wie gesagt, ihr habt alle rasiert, hat mich sehr gefreut. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum rum. Ihr wollt wissen, wer der dritte Platz ist. Wir fangen beim dritten an, oder? Ich würde sagen, der dritte Platz geht an niemanden anderen als Dennis Schiele! Sehr, sehr nice. Sehr, sehr gute Tricks. Danke. Pass auf. Ich erkläre das Ganze nochmal, nicht, dass irgendwelche Kommentare kommen von wegen, hey, das passt nicht. Aber ich habe am Ende oder am Anfang sogar erklärt, Leute, es ist wichtig, fahrt den ganzen Bereich. Danny war der einzige, fast der einzige, der Street gefahren ist und Park gefahren ist und gefühlt alles Standard außer Eintritt, glaube ich, ne? Ja. Sehr, sehr krass. Frontflips, gute Grinds, sehr, sehr krass. Danny, 200 Euro auf deinen Nacken. Bitte einmal oben hinstellen. Sehr, sehr krass nochmal. Applaus für Danny. So, der zweite Stapel. 300 Euro. Sehr, sehr viel Geld. Geht mal, Micha! Auf dein Lachen, Micha! Sehr, sehr nice, Mann! Sehr, sehr viel! Wir gehen weiter. Wir haben jetzt hier nochmal 500 Euro. 500 Euro ist echt viel Geld. Wirklich viel Geld. Also, Lennart, du bist ein guter Fahrer. Du hättest heute einfach besser sein können. Kann man nicht anders sagen. Er hat den letzten Contest bei Janni im Video gewonnen. Guter Fahrer, kann man nicht anders sagen. Henning, Bro. Auch guter Fahrer. Gute Tricks gemacht. Kann man auch nicht anders sagen. Diego, Bro. Last Trick hast du, glaube ich, verkackt, ne? Ja, leider. Ist nur so, also, kann man auch nicht anders sagen. Obey. Ja. Ich habe meinen Respekt schon ausgesprochen. Bleib fleißig. Ich habe deinen Namen vergessen. Heißt Felix. Felix, sorry, Bro. Felix, deine waren auch gut. Das war aber, glaube ich, nicht angestanden, ne? Ja, letzten Last Trick nicht, leider. Letzten Last Trick leider nicht. Trotzdem. Sehr, sehr nice, dass du dabei warst. Shortlegger. Ja. Last Trick. Inward Flat. Ja, das war zu wild. Zu wild. Geisteskrank. Den kann ich gerade mal so mit Hängen und Würgen. Ich fahre wahrscheinlich dreimal so lange wie du. Ja, ich weiß. Ja, weiß einfach. Ja. Trotzdem, guter Run, aber nicht alles geschafft, glaube ich. Ja, ich ne? weiß. Ist nur mal so. Direkt. Phil. Guter Run. Backflip. Auch die Razzie drauf. Tail rein. Digga, das war eine verdammt gute Line. Krass. Wäre das auf Holz gewesen, wäre es noch besser gewesen. Razzie zählt einfach nicht wie Holz. Trotzdem, guter Run. Ben. Auch wieder komplett rasiert. Last Trick nicht geschanden. Einfach sich schon wieder übernommen. Warum machst du eine 360 Mac to Bar über eine Holzbox? Du kannst so viele gute Tricks. Trotzdem, guter Run. Vitus. Auch guter Run. Kann ich es anders sagen. Der Whip Buttercup. Wie aus dem Bilderbuch. Wirklich gut. Ich habe deinen Namen leider auch vergessen. Bruno. Bruno, sorry. Ey, sorry, zu viele Namen. Dein Run, ganz kurz überlegen. Was hast, hast du als Last Trick nochmal gemacht? Whip Finger Double, aber ich nicht geschafft. Nicht geschafft, stimmt. Aber One Foot, stimmt, das war nervig. Hättest du den geschafft und dann noch auf Holz, das wäre geisteskrank gewesen. Also, ich hoffe, du setzt dich dran, machst ihn auf Holz nächstes Mal. Okay. Guter Run, sehr nice, dass du dabei warst. Paul, Bro. Ich denke, du heißt Paul, aber du heißt Paul, ne? Ja. Trotzdem. Mit so einem Scooter-Deck. Guckt euch das Deck an. Breiter als ein Skateboard. Gute Tricks gemacht, als Last Trick Triple, kann das sein? Mhm. Auch gestanden. Der war auch gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum ersten Platz. Ich will gar nicht die Spannung zu weit auskitzeln. Der erste Platz beim OMG Scooter Contest geht an Phil! Einfach nice!
ein paar Worte. Er hat sein Last Trick nicht gestanden. Das war wirklich blöd. Die Entscheidung war nicht einfach. Es war nämlich nicht klar, dass du Erster wirst. Das sage ich jetzt nochmal. Es war nicht einfach. Aber trotzdem fast jeden Trick nicht auf Resi. Ich glaube, zwei Tricks in Dreier, Triple Bar und vielleicht noch ein Trick auf Resi. Nee, nur der. Nur der, gut. Nur der eine Trick auf Resi. Sonst jeder auf Holz. Quint Rip schon wieder auf Holz. Geisteskrank, alles first try. Wirklich geisteskrank. Du hast es verdient. Bitte ja, einmal nach oben. 100 Euro, Mann. Sehr geil. So, also vielen Dank an euch drei. Dritter, zweiter, erster, Haus drauf. Sehr, sehr nice. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Scooter-Contest oder beim morgigen wieder von Scootzember. Haut rein, Leute. Peace.